Hallihallo, Hallöle und hallo, herzlich willkommen Nee, zu ist nicht. einer weiteren Folge. Haha! Ton! Ha! Und in dem Moment ruft Tom an. Silber, guten Abend! Ich bin's, Tom! Hast du eine Minute Zeit? Eine ganze Minute? Nee. Ja, ein Freund von mir hat mir Folgendes erzählt. Er sah eine Menge Dummiesels in Dunkelhöhle. Silber, das solltest du dir auf jeden Fall annehmen. Bis später. Das war keine Minute. Und damit herzlich willkommen zurück bei unserem Let's Play Pokémon Silbar mit Bloody Fox 13 and the Morphers as the Co-Moderator. Und wir haben gerade den... Ah, du hast den Phantomorden schon in unseren Schirm Natürlich. Gezogen. Hervorragend, angenehm. Kennst du übrigens, weißt du, mit wem hervorragend zusammen ist? Nee. Frau Vorragend. Ja, kennst du die Frau von Herkules? Herkules. Wir sind mal wieder in Hochform. Wo sagst du, kommst du her? Neuborgia. Was ist denn dort, nicht wahr? Du hast einen langen lange Weg auf dich genommen, um hierher zu gelangen. Ja, danke. Das war das tollste Gespräch ever. Hier gibt's Schönheiten. Das weiß ich noch. Das ist eine davon. Das ist ein Seemann. So sahen die Seemänner früher aus. Ein wildes Mauzi. Mauzi ist ein ganz cooles Pokémon, um Geld zu farmen. Man sagt übrigens, Mauzi kann Zahltag erlernen. Stimmt. Man sagt übrigens dasselbe, wenn man beim berühmten Kartenspiel als vorletzte Karte eine 7 legt. Mauzi. Oh. Wir sind super drauf heute. Okay. Au. Sehr gut, das ist ja nicht so, als würde ich jetzt gerade Elektroschock vom Controller bekommen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal mit dir Mau Mau spiele und ich eine 7 lege als vorletzte Karte, sag ich Snowbilly Cat und du weißt Bescheid. Oh ja, bitte. Warte. Ich war im Ausland. Deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Warum hat er dann noch kein Pokémon der fünften Generation? Ne, alle Pokémon-Arten kennt. Matrose Pierre. Pierre. Ein Felino, das kommt uns doch bekannt vor. Ein Felino. Bäh. Ist ein Habi. Hab sie ganz doll lieb. Felino sieht immer so ein bisschen verpeilt aus, finde ich, wenn sie nicht. Oh, nein, machst du jetzt einen Kampf der Giganten? Nein, ich wollte Marty haben. Felino kann man wenigstens noch mit Elektroattacken angreifen, was man Morlord ja nicht mehr machen kann. Was Morlord eigentlich ziemlich gut macht. Was ist Morlord? Boden. Wasserboden, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist Felino schon Wasserboden. Wie ist denn das bei Wasserboden? Das eine hat ist doppelt effektiv und das andere ist 0. Also 0 ist 0. Wenn du etwas mit 0 multiplizierst, bleibt es 0. So auch Felino schon. Warum multiplizierst du es doch eigentlich addiert? Nein. Schadenswerte werden multipliziert. Das heißt, zwei Doppelschwächen macht vierfachen Schaden. Weißt du, wer noch multipliziert wird? Ja. Gut. Weiß ich. Weil sonst müsste ja, wenn ein sehr normal effektiv und sehr effektiv beim Doppeltyp ist, müsste es ja dreifach sein, wenn du es addieren würdest. Aber das ist dafür vierfach effektiv. So. Jetzt haben wir es durch. Alle Pokémon durchprobiert, die eventuell was bringen könnten. Knopf Ensa hätte mehr bekommen können, aber ich war natürlich besonders schlau. Meine Pokémon sind Spitzenklasse, wer wusste es nicht? Voll interrupted. Das hat gerade so gar nicht gepasst. Oh, ein Miltank. Da kam Erinnerungen hoch, richtig? Bloody? Ja. An die blöde Kuh mit ihrem Miltank. An die blöde Kuh mit ihrem Miltank. Die blöde Kuh mit ihrer blöden. Findest du, dass das Miltank dafür, dass es nur weiblich auftreten kann, weiblich aussieht? Das hat Euter, ja. Naja, das sind mehr so... Euter? Nee, das ist ein Euter. Das sind Zitzen. Ja, das hat ein Euter. Gleich, ja, wir spielen so vor uns Auf hin. Jeden Fall ist das Was haben wir denn eigentlich vor? Immer ein bisschen Kontext, falls jemand zufällig gerade Episode 17 guckt. 19. Okay. Nein, meine Attacke. Nee, im Schiss hab sie. Hab sie gerne im Team gehabt. Ich habe ihn mit einem Blick gestraft, falls man das gerade zufällig nicht sehen konnte.
Ganz zufällig? Ja, ganz zufällig und verdachtsunabhängig. Ja. Weil ich zufällig und verdachtsunabhängig nicht so mitteleuropäisch aussehe. Okay, genau. Angriff. Aber ich greife speziell an, das ist mir das egal, wie mein Angriff senkt. So, jetzt Felino benutzt Super Soccer. Ich weiß nicht warum, aber ich fange mir jetzt dieses Pokémon. Pokémon! Komm, schnapp sie dir. Nur ich und du. In allem, was ich auch tu. Oh. Es hätte beinahe geklappt. Doch Verflixt. Es ist nichts. Das Pokémon hat sich befreit. Dann hauen wir halt noch eine Aqua-Knarre raus. Ja, immer deine physischen Werte erhöhen und meine physischen Werte senken. Ich greife so speziell an. So, wenn du jetzt... Nein, nicht da. Das ist später ist es, glaube ich, getauscht, was du unten... Ich weiß es gerade. Ich wusste nicht einmal dieses fette Stück. Na dann, benutzt einfach einen Superball. Oder machst du es erst, wenn du keine Pokéballs mehr hast? Genau, wenn ich keine Pokéballs mehr habe. Ah. Wenn man schon eine Weile zuguckt, merkt man, der Bloody ist sehr, sehr effizient. Sehr, sehr effizient. Na, hier in dem Falle wäre es vielleicht effizienter gewesen, ein Pokéball. Willst du nicht einfach Knuffenser reintauschen und erstmal Schlafpuder? Das ist gar nicht mal so eine blöde Idee. Ich habe mal einen wunderbaren Film-Outtake gesehen, bei dem eine Gruppe Fahrradfahrer abrupt bremsen musste, weil jemand eine Idee geäußert hat und dann einer der bremsenden Fahrradfahrer ganz enthusiastisch sagen musste, ey, vielleicht ist das gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und dann gab es halt ein super geiles Outtake, wie er, was super sehr sarkastisch wirkte, bremste und sagte, ey, vielleicht ist das gar nicht mal so eine gute Idee. Das war ziemlich cool. Ja, das ist so ein typisches... Oder aber, wir machen es nicht. Ha! Na? Wer hatte die Idee mit dem Die hätte jeder haben können. Asnefonk? Wenn es gerade ein Junges hat, dann enthält seine Milch mehr Nährstoffe als gewöhnlich. Die Frage ist praktisch. Die Frage ist übrigens auch, Miltern kann nur weiblich sein. Wie kann es schwanger sein? Mhm. Merkst du? Ich glaube, es hat Geschlechtsverkehr mit seinem Schwanz. Guck mal, das hat so eine Form. Mhm. Siehst du das? Es kann ja sein, dass da Samenzellen drin sind, weißt du? Und wenn das sich, männliche Äquivalent ist ja eigentlich Tauros. Nur die Frage ist, wie vermehren sich Tauros? Ich will dir das erklären. Wenn sich ein Miltern ganz doll lieb hat... Die Frage ist, wie vermehren sich Tauros? Sind Tauranten immer männlich? Tauranten sind immer männlich. Und jedes Pokémon legt ja auch irgendwie Eier, was irgendwie auch sehr komisch ist. Ja, wie legt zum Beispiel ein Raubi... Na gut, okay, ja. Und ein... Du kannst ja ein Tauros mit einem Ditto in die Pension geben und oder einen Miltern und das Ditto verwandelt sich in das äquivalente Gegengeschlecht. Wie geht das bei Pokémon, die es nur in einer Geschlechtsart gibt? Das ist halt Ditto. Für alle Leute, die mich nicht sehen, ich streiche mir gerade über den... Er hat gar keinen Bart. Ich hab einen richtig sexy Bart seit 2 Wochen. Er hat einen Bart. Er ist cool, ja. Ich sehe aus wie Guybrush Threepwood. Für alle, die zu Guybrush Deep Throat. Und soll ich dir mal eine klatschen? Mach doch. Hast du gerade Lukas? Hast du gerade? Also, nein, für alle, die zuhören und begeisterte Point-and-Click-Adventure-Spieler sind, so wie meine Wenigkeit es früher, bis heute schon immer gewesen sind, ist, waren, im Oktober hier bei uns in Schland wird es in irgendeiner mitteldeutschen Stadt, müsst ihr mal googeln, es tatsächlich ein Monkey Island Theaterstück geben, basierend auf dem ersten Teil. Und wir haben alle, wir haben Stan, wir haben Herman Toothrot, wir haben Guybrush, wir haben Elaine, das sind alle dabei. Mit Zitaten, wahrscheinlich viel Fanfiction-Geschichten da drin. Also es ist ein großartiges Theaterstück. Es sind Trailer bei berühmten großen Videoportalen im YouTube. Internet. Genau. Und
Wir sind hier gerade auf YouTube, also ich denke, für YouTube dürfen wir Werbung machen. Okay, also auf clipfisch.de findet ihr... Nein. Wir können Werbung machen für was wir wollen, weil wir sind Gangster und kriegen sowieso kein Geld dafür. Stimmt. Ich mag Knusperflocken. Die sind wirklich knusprig. Jetzt wie Krustenbonbons. Die wirken und schmecken. Oh, wir haben keinen Ton mehr. Jetzt haben wir wieder Ton. Wo war denn der Ton gerade? Bin da unten gegengekommen. Ah, okay. Wickel. Knuffenser Ben Wickel. Wer ist Ben? Und warum schreibt er sich klein? Sehr kleiner Ben. Wickel das arme Anton. Nochmal Wickel. Knuffenser Ben Wickel. Folgt. Eva. Jo, jetzt wird es aber Zeit für eine neue Attacke, oder? Komm, komm, komm. Ja! Stachelspuk. Paralyse ist, ehrlich gesagt, auch... Kannst du bitte sein lassen? Ich mag ihn nicht so wirklich. Du magst meine Stefan Rapp-Parodie? Den Stefan Rapp-Parodie schon, aber ich mag Stefan Rapp nicht so sehr. Na, dann kann ich doch weiterhin, Nein. Verstehen Sie? Nein, okay, gut. Übrigens, dazu passt der Bart auch sehr gut. Naja, also, ja, komm. Ja. Was hast du denn jetzt, ausgehauen? Wickel. Sehr gut, jetzt können wir drei, Statusattacken. Passiv, Das wird ein neuer. Kämpf mal gegen die Schönheit. Die haben wir gerade besiegt. Das war eine Göre. Ja, ich muss nochmal zurück, weil, Hey, das ist das Karl. Das finde ich echt... Ja. Das ist Karl. Was für ein Karl? Radi Karl. Randomize. Bam! Radikal ist übrigens gar nicht mal so ein schlechtes Pokémon. Immer noch. My name is Karl. Radikal. Radikal. And what I do is when people come in, I Hyperzahl. Bite them. I bite them. Okay. Also, und die Radfratz, die bitten sie. Bitten bite, ich bitte dich. Das ist ja wie ein Kasten Bitburger, ne? 2,5 Byte. Für alle Nerds unter euch. Ja, genau. Was bestellt ein Spiele-Nostalgiker in einer Bar? Ein Bit? Ein 8-Bit. Ein Byte. Und was macht ein... Was macht dann ein Byte, ne? Ja, oder so. Und was macht ein... Ein Spiele-Nostalgiker in einer Bar, der an der Flasche hängt, der bestellt dann 16-Bit, ne? Okay, ich gehe ja, geh da mal nochmal, rein. Nochmal. Der an der Flasche hängt. Alkoholiker. Mhm. Da bestellt dann 16 Bit. Verstehen Sie? Ja, also 96 hat er weil vielleicht auch... 8 Bit, das war damals... Vielleicht 96 hat er dann vielleicht schon 64 Bit bestellt, weil nee. Mit dem N64 kamen da ja einige Änderungen raus. So, wo ist die Schönheit? Da unten ist sie. Ich wollte erst den Typen, aber an dem kommen wir nicht vorbei. Jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt... Bitte nicht. That's what he said. Ein Schuljunge. Ja, ein Lutz. Ich finde es übrigens geil, wir übelst junge Kinder sind und wir haben unser Pokémon erst so spät bekommen. Aber gut. Ja, die haben alle generell Lind einen kleinen Gefallen getan. Na guck mal, aber Ash hat auch schon jüngere, selbst im Anime hat er jüngere getroffen, die schon Pokémon hatten. Und ich frage mich, was sich die Erfinder der Pokémon an sich, die ja wirklich viel, viel an Natur, also an Tieren und Pflanzen sich orientieren, sich bei Pandimos gedacht haben. Ne? So, das war bestimmt, ey, wir haben, wir haben 100 Sex Offender. Wir haben 150 Pokémon, eins brauchen wir noch. Ich hab ne Idee. Ich habe auch eine Idee. Na? Ich weise dich darauf hin, dass sie Pantymos definitiv nicht als 151. Pokémon ins Spiel gebracht haben. Du weißt schon, dass das gerade ziemlicher Bullshit war, den du geredet hast. Die Anzahl. Ja, aber Mew wurde erst später überhaupt entwickelt und kam nur deswegen hinzu, weil man Debug-Tools aus den ersten Pokémon-Spielen entfernt hat von der Konsole und dann noch, ich glaube, 4 Megabyte oder Kilobyte, auf jeden Fall ganz wenig Speicher noch übrig hatten und sich gedacht, oh, da packen wir noch ein Pokémon rein. Das heißt, Mew ist definitiv das letztentwickelte. Und das heißt, man hat sich nicht gesagt, oh, wir haben schon 150, höchstens wir haben schon 149. The more you know. Ich bin einfach gerade mehr dankbar dafür, diese Informationen erhalten zu haben.
und blick über die Tatsache hinweg, dass du sie mir gerade erklärt hast, als wenn du einem Vierjährigen sagst, wie man aufs Töpfchen geht. Ja, das weiß ein Vierjähriges manchmal nicht. Was willst du später mal werden, Bloody? Ja. Berühmter Let's Player, ne? Ja. Sowieso. Zuschauerfrage. Hat Bloody das Zeug dazu, berühmt zum Let's Player zu digitieren? Nein. Nein, sich zu entwickeln. Wenn ihr Kritik habt an unseren Let's Plays, Ideen und so weiter und so fort, schreibt in die Kommentare, wir freuen uns über alles. Ihr könnt natürlich auch einen Brief schicken an... ja, aber nur an deine Adresse. Verraten wir eh nicht. Weg 25. Weg an den Ligusta-Weg. Oh ja, schreibt mal einen Brief an die Dursleys. Wenn ihr das macht, Leute, dann Flame versucht. Ja, meine Intuition. Flammenrad kommt erst auf 27? Hey, Hubs, sie entwickelt sich. Wir kriegen ein Ibitag. Das finde ich übrigens hässlich. Ja, hier ja. Es sah beim ersten noch viel besser aus. Aber ich finde das... Was glaubst du, was ist das... Sagen wir mal, jetzt nur bis zur zweiten Generation das hübscheste Pokémon? Lumia. Fängt mit V an und hört mit Ulnona auf. Nein. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Ulnona viel zu gehypt. Rein optisch jetzt? Generell. So, alle finden Ulnona so toll. Also, ich habe nie was davon gehört, dass Ulnona toll, also dass es von vielen gemocht wird. Ulnona ist so ein gehyptes. Ja gut, du hast aber auch nicht so die große... du bist ja mehr so... Auf deine Meinung beschränkt, finde ich, klingt ein bisschen hart. So meine ich das auch nicht, aber du hast ja eher so deine Meinung und du hast ja nicht so mit so vielen anderen Leuten Gesundheit, die Pokémon Danke. Spielen in dem Sinne zu tun, dass du auch dich mit ihnen über Pokémon unterhältst. Ja. Deswegen weißt du das auch nicht, dass das so gehypt wird. Nun, aber als Nein-Gagger kann ich schon sagen, was hier gehandhabt wird. Und ich sehe gar nicht so viele Nein-Gag-Pokémon-Posts, wahrscheinlich wenig. Hubblub. Das habe ich auch nie verstanden. Die Hauptspross-Entwicklungsreihe, die habe ich nie verstanden. Da haben sie sich wirklich gedacht, oh, wir brauchen noch sinnlose Pflanzen. Was, also Hauptspross, Hubbellupf, Tatunga. Tatatunga, Tatatunga. Tatatunga. So oder so ähnlich. Stumpfer Pfeil. Spitzer Pfeil. Hey, Ibitak entwickelt sich. Nein, das heißt jetzt übrigens Hapsi und nicht Ipsi. Was irgendwie blöd ist. Ja, was echt niedlich wäre. Ipsi. So, wo geht's denn nur eigentlich hin? Trainieren wir hier jetzt gerade? Nee, wir laufen zur nächsten Stadt. Ist das ein reines, fragen wir mal, wie sie heißt. Reine Erzählfolge. Wie heißt denn die Stadt? Wo weiß ich gerade nicht. Okay. Magnetilo. Magnetilo. If you know. Magnetilo. Ich will da unten noch lang. Kann ich hier lang gehen oder da lang? Oh, du bist ja ein richtiger. Ich muss da lang gehen. Richtiger Geheimgang-Kenner. Ja, ein bisschen. Es wird gekämpft. Es ist tatsächlich. Fliege hoch in die Luft, mein herrliches Vogel-Pokémon. Oh Gott, was für ein sentimentaler Spack. Sail away, you can fly. Das verstehe ich auch immer nicht, den Song, ne? Sail away, you can fly. Segel weg, denn du kannst fliegen. Warum fliege ich dann nicht? Was genau will he knows when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you... he sees you when you're sleeping sogar, ne? Genau. Er sieht dich, wenn du schläfst. Er weiß, wenn du wach bist. Er weiß, ob du gut oder schlecht warst. Also, der Stalker-Song zu Weihnachten schlechthin. Santa Claus is coming to town. Beschmutzt. Beschmutzt. Und der beste Song natürlich... Fluffy Snow. Fluffy oder? Snow und gleich danach I want presents. I want presents. Lots of presents. Ja. Übrigens, ja. Man merkt, wie viel ich den benutze hier. Fass mal da drüber. Ja. Schön warm. Und jetzt fass mal da drüber. Merkst du diese Knubbelchen da in die Richtung? Die waren hier auch mal. Weg. Die waren da mal. Ja, aber ich habe das Ding schon... Er hat es geschafft, die vier Knubbel auf dem... Ich weiß nicht, ich habe das Ding 6 Jahre in Benutzung. Deswegen verstehe ich nicht, es gibt Leute, die... relativ regelmäßig ihr Gamepad zerschrotten. Und ich habe dieses Gamepad jetzt gefühlt... Ich glaube, ich habe es wirklich schon 6 Jahre. Und es funktioniert einfach. Na, hat er als drittes Pokémon einen Dodri? Nee, er hat noch einen Dodo und das ist Level 19. Behaupte ich jetzt einfach.
Ich habe mich erst schon mit Flamara geirrt. Wieso ist denn das wirksam? Das ist ein Vogel-Pokémon. Du bist ein Vogel. Oh Gott. Ja, ein Laufvogel, der nicht fliegen kann, kennst du doch. Das ist Emu. Oder ein Bollo. Oder ein Bollo. Ein Albollo. Mhm. Ein Albelle. Okay, jetzt. Ein Albelle. Okay. Ist das jetzt wirklich Level 19? Nein, das ist 16. Oh. Ich habe nicht gesehen, dass das mittlere hatte. Mother of God. Mother of Dodo. Dodo. What do you do? What do you do? Okay, wir haben ein neues Level erreicht. Wir haben Timo besiegt. Timo mit seiner Punker-Frisur. Als würde ich mich selbst in die Lüfte erheben. Ja, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und mit diesem epischen Kampf und dem Gespräch von Annette. Guten Abend, Silva. Hier ist Annette. Heute habe ich eine andere Stimme. Warst du noch auf? Nein, ich wollte gerade schlafen gehen. Wie geht es deinem Pokémon? Ich halte meinen Jura in den Topform, indem ich regelmäßig Pokémon Center besuche. Das musst du hören. Vorgestern habe ich gegen einen Rettern gekämpft. Ach, das ist immer dasselbe. Bla bla bla. Elementklasse. Bla bla bla. Okay. Damit war es aber für die heutige Folge von Let's Play Pokémon Silber. Genau. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Adios.